Die Fraktion hat ihre siebenminütige Redezeit in 7-mal-1-Minuten-Beiträge aufgeteilt. Das ist rechtlich zulässig. Weiteres will ich dazu nicht sagen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Präsidium sich darauf verständigt hat, die Redezeit genau einzuhalten. Ich mache also 10 Sekunden vor Ende der Redezeit mich akustisch bemerkbar und lasse keine Redezeitüberschreitung zu, weil ansonsten es auch nicht weiter fair wird. Nächster Redner hat das Wort, der Kollege Kai-Uwe Ziegler, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Ich zitiere: Ich schlief, als ich den schwersten Anruf meines Lebens bekam. Der Arzt sagte, dass das Herz meines Vaters zu schlagen aufgehört habe. Wir konnten uns nicht von ihm verabschieden. Erst in der Leichenhalle begegnete ich meinem Vater wieder. Ich konnte nur auf den Leichensack starren, da wegen der Ansteckungsgefahr nicht geöffnet werden durfte. Als die Menschen vom Bestattungsinstitut meinen Vater abholten, trugen sie Schutzanzüge. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sie brachten ihn direkt ins Krematorium. Ich konnte meinen Vater erst wieder in den Arm nehmen, als ich die Urne nach Hause brachte. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Dietz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, es ist Zeit, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich eine Krankenschwester. Seit einiger Zeit arbeite ich in einer psychosomatischen Klinik. Dort habe ich erlebt, wie von einem Tag auf den anderen 200 Patienten für 2 Wochen in ihre Zimmer eingesperrt wurden, weil eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Das Krasseste dabei ist, das Gesundheitsamt ordnete die Quarantäne an dem Tag an, als noch Patienten anreisten. Man stelle sich vor, es kommen psychisch kranke Menschen in eine Klinik, um dort eine Therapie zu machen, und werden als erstes in ihre Zimmer eingesperrt. Diese Zustände wollen wir nie wieder erleben. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Eigenverantwortung zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Dietz. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Christina Baum, AfD-Fraktion. Herr Präsident, Heidi Fischer ist eine autistische Frau. Und sie schrieb eine Mail an alle Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, dass ich heute daraus zitiere. Zitat: Ich schreibe Ihnen, weil ich aufgrund meiner Behinderung und meines Autismus mit den ganzen Corona-Maßnahmen überhaupt gar nicht klarkomme und weil mir diese Maßnahmen sehr extrem riesengroße Angst und Panik machen. Ich habe sehr extrem riesengroße Probleme, dass ich bei meinem Gegenüber durch die Masken überhaupt gar keine Mimik und Gestik sehen kann. Mich irritieren und verwirren diese Masken vor dem Gesicht meiner Mitmenschen. Umarmungen, Streichel- und Kuscheleinheiten und anderer liebevoller Körperkontakt muss sehr dringend und sehr schnell wieder möglich sein. Zitat Ende. Geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Gestatten Sie mir eine Bemerkung zu diesem Spiel, was Sie hier machen mit Ihren 7-mal-1-Minute-Spielen. Ich höre sehr wohl zu. Ich habe sehr viele von diesen Menschen behandelt. Das, was Sie hier machen,
entlarvt sich nämlich ganz deutlich, wenn man die Taz von gestern liest und hört, dass Sie es wünschen, dass Menschen im Winter frieren, dass kein Gas da ist. Sie haben sich entlarvt. Und das Gleiche tun Sie auch, wenn Sie einen Freiheitstag wünschen. Sie nehmen billigend den Kauf, dass Menschen frieren, sterben. Sie hassen dieses Land. Sie sind vaterlose Gesellen, vaterlandslose Gesellen. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Frank Rink, AfD-Fraktion. Danke, Herr Präsident. Werte Kollegen, alle Argumente, die dagegen sprechen, wurden von unserer Fraktion hier schon vorgebracht. Darum zitiere ich heute Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe vom 27.06. diesen Jahres aus der Frankfurter Rundschau. Aktuell ist die Bundesregierung eher im Panikmodus unterwegs. Um es ganz klar zu sagen, Masken tragen und Abstand halten ist gegenwärtig nicht notwendig. Es gibt keine Anzeichen für eine Überlastung des Gesundheitswesens, und das schiebt außerdem nur die Infektion nach hinten. Verhindern wird man sie sowieso nicht. Ebenfalls Klaus Stöhr am 3.7. diesen Jahres, der Standard: Notwendig sind einschränkende Maßnahmen dann, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist. Doch das ist aktuell bei Corona nicht mehr der Fall. Meine Damen und Herren, Dr. Filippi, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Caroline Bachmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, wir geben den Betroffenen eine Stimme. Die traurige Mutter von Lea. Mein Mann und ich haben der Regierung geglaubt und uns gegen Corona impfen lassen, weil wir sozial sein wollten. Auch die Freundinnen unserer Tochter waren bereits geimpft, daher haben wir unsere geliebte Tochter auch impfen lassen. Wir hatten vor der Impfung ein wirklich kerngesundes, lebensfrohes Kind, das mit beiden Beinen im Leben stand. Ich zitiere Tim aus der 4. Klasse. Ich habe Asthma und muss daher keine Maske tragen. Meine Lehrerin setzte mich in die Ecke, ans kalte, offene Fenster, damit ich niemanden anstecke. Ich fühle mich ausgegrenzt und allein. Die anderen Kinder beneiden mich, weil sie lieber allein anstelle mit Maske sitzen. Geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung endlich zurück. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Braun, AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen, der Arzt Dr. Paul Brandenburg über die Stürmung seiner Wohnung am Tag des Grundgesetzes, 23. Mai. Da standen plötzlich Leute auf mir mit dicker Polizeiaufschrift, Helmen und automatischen Gewehren. Sie haben mich in meinem Flur nackt stehend angetroffen, morgens zwischen 5 und 6. Irgendwann rumste es an der Tür mehrfach. Ich bin reflexhaft aus dem Schlaf erwacht und dachte, das war's jetzt. Da kommen irgendwelche Irren, um mich zu killen. Dann flogen die Türen auf und vor mir standen mehrere Männer in Panzermontur und ich guckte in mehrere Laufmündungen von automatischen Gewehren. Und dann bekam ich ein Schild über den Kopf und einen Stiefel in den Nacken. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, geben Sie den Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. Nächster Redner hat das Wort der Kollege Martin Reichert, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 12 Jahre habe ich als Offizier der Panzertruppe diesem Land gedient. In den letzten Wochen habe ich zahlreiche Gespräche mit Kameraden der Bundeswehr geführt. Viele haben die Impfpflicht nur aus tiefer Sorge vor Repressalien und aus Sorge um die Existenzen ihrer Familien und Kinder zugelassen. Wie diese Repression aussieht, dazu das Zitat eines lang gedienten Kameraden. Ich habe einen Eid auf die Fahne geschworen, dass ich dieses Land, das Recht und die Freiheit verteidigen werde. Wenn meine Vorgesetzten mir mit unehrenhafter Entlassung und Strafarrest wegen einer Impfung drohen, dann läuft aus meiner Sicht hier etwas verkehrt in diesem Land, und ich muss getreu dem Eid mit ganzem Herzen mich diesem entgegenstellen. Ich habe keine Angst mehr. Ich sehe und höre täglich von Kameraden, denen mit Rauswurf und Gefängnis gedroht wird, weil sie die Impfung nicht wollen. Meine Damen und Herren, diese Menschen wollen Deutschland dienen, aber es wird ihnen verwehrt. Geben Sie auch den Soldaten ihre Freiheit und Selbstbestimmung zurück. Vielen Dank.